Hey Leute, ich bin's Conny und heute bin ich mal in einem Spiel, in dem mir der Owner Adminrechte gegeben hat und ich werde einfach mal gucken, was man mit diesen Adminrechten hier so anstellen kann. Ich kann nämlich ganz einfach die HD-Admin-Konsole aufrufen, dann CMDS eingeben und dann kriege ich eine Liste aller Commands, die ich auch benutzen kann. Ich habe hier auf jeden Fall den Head-Admin-Rang, das bedeutet, ich kann alle Commands nutzen, außer die drei hier unten. Ich kann die alle benutzen, ich kann theoretisch das Spiel für Leute crashen, aber das wäre ziemlich ehrenlos. Wir packen uns das hier mal zur Seite und beobachten erstmal Leute. Dafür brauche ich nicht mal ein Command, weil ich habe auch ein paar Admin-Tools, wie diesen Bannhammer hier oder das Spectating-Tool, mit dem ich jetzt Leute beobachten kann, wie den hier oder den hier. Oh, er weint. Was macht der da? Der ist gerade bei der Polizei. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der gerade für Probleme hat. Sieht sein Charakter wirklich so aus? Man kann sich hier seinen Charakter anpassen, wie man möchte. Okay, jetzt ist er auf dem Klo und tanzt. Gucken wir mal weiter zur nächsten Person. Okay, das sind irgendwelche Kinder, die ihn beobachten. Eine läuft weg. Sie ist entkommen. Sie ist aus der Polizeistation entkommen. Yeah! Dann haben wir noch Clau, die genießt ihre Pizza. So genießt man's Leben. Und Serat Bra. Warum tanzen die alle? Haben die nichts Besseres zu tun, als zu tanzen? Oder kriegen sie den Tanz einfach nicht aus? Sie haben es einmal angeklickt und hören jetzt nicht mehr auf zu tanzen. Ich glaube, ich muss ja gar nichts trollen. Ich kann die einfach beobachten. Was machen die? Das ist einfach... Es ist einfach Peak Menschheit, was man in solchen Spielen hier erlebt. Ich weiß nicht, die steht jetzt hier. Ich weiß nicht, was ihr Ziel ist. Was ist Punish? Anu Punish? Hier steht nicht, was Punish kann. Punish? Zura. Okay, Zura ist jetzt unsichtbar. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was mit Zura jetzt los ist. Ich mach mal Unpunish. Oh, Zura hat das Spiel verlassen. Na gut, da habe ich sie vergrault. Und gucken wir jetzt mal zu. Ist ein Teenager, chillt gerade in der Stube ihrer Eltern. Einfach das Leben genießen. Tut mir leid. Weiter zur nächsten Person. Wen haben wir hier? Elternteil ohne Name? Nolo steht da oben. Okay, Nolo. Ich würde sagen, Nolo kriegt ein Schwert von mir. Gift. Nolo. Was gibt's denn hier? Spraypaint, Saxophon, Schwert, Superfly, Gold Boombox. Oh mein Gott. Ich gebe Nolo ein Schwert. Mal gucken, was er damit anstellt. Ich würde sagen, ich teleportiere Nolo irgendwo hin. Teleport, Nolo, random. So, Nolo, das ist Eva. Eva, das ist Nolo. Nolo, zeig mal, was du jetzt für ein Schwert hast. Okay, Nolo hat irgendwie gar nicht gecheckt, dass ich ihr ein Schwert gegeben habe. Dann muss ich das wohl anders machen. Control Nolo. So, Nolo, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Als allererstes, jetzt habe ich mir selbst kein Schwert gegeben. Egal, ich bin jetzt Nolo. Die Leute denken auch, dass ich Nolo bin. Also ich kontrolliere jetzt Nolos Charakter und kann jetzt in ihrem Namen Unsinn anstellen. Wie zum Beispiel Leuten eine Rose geben. Ey, du da. Ja komm, nehmen wir dich mit. Komm mit, du gehörst jetzt mir. Ey, was ist denn jetzt passiert? Ach, Nolo hat das Spiel verlassen. Ehrenlos. Oh, na gut. Dann muss ich nochmal hier wegrennen. So. Hier irgendwo verstecken, damit mich die Leute nicht belästigen. Und wen können wir denn noch beobachten? Olivia, was machst du denn hier? Olivia genießt einfach das Leben. Olivia ist gerade eben random gesprungen. Was ist denn, wenn ich Olivia jetzt einfach mal ein bisschen mehr Jump Power gebe? Sagen wir mal so viel. Und dann sagen wir einfach mal Jump. Ey, was verlässt ihr denn schon wieder das Spiel? Ach, gut, dann machen wir das mit Margot. Jump Power, Margot. Oh, Margot befindet sich in einem Raum. Meint er, sie springt einfach so? Oh, I hate you kann man gar nicht schreiben. Schade. Okay, Margot, spring mal. Zeig mal, was du kannst. Sie tanzt einfach. Ich weiß nicht, machen die das mit Absicht? Oder wissen die nicht, wie man Tanzen ausschaltet in dem Spiel? Was ist denn da eigentlich an der Construction? Ist ja auch egal. Sie springt nicht. Sie läuft nur. Sie springt nicht. Jetzt spring. Ja, spring über die rüber. Spring. Okay, wir müssen es forcen. Jump. Margot. Whee! Okay, dann tschüss. Gucken wir mal wieder den anderen Leuten zu. Okay, hier macht sich ein Kind an eine Erwachsene ran. Alles klar. Speed, Sirene, Basket. Und dann gebe ich ganz viel Speed. Und jetzt lauf einmal nach vorne, komm. Einmal nach vorne laufen. Will sie chatten? Ich weiß nicht, ob sie gerade chattet. Ich sehe es nicht. Hey, ich habe Margot gerade Jump Power gegeben. Sie ist nicht gejumpt. Jetzt habe ich Sirene Speed gegeben und sie bewegt sich nicht mehr. Oder habe ich ihr Null Speed gegeben? Beweg dich. Aber weißt du was? Fling, Sirene. Weg mit dir. Nastia. Was können wir mit dir machen? Komm, Nastia, dir geben wir einfach mal Fly. Wollen wir mal nicht so sein. Fly, Nastia. Okay, sie kommt gar nicht damit klar. Der Moment, wenn man nicht weiß, wie man richtig fliegt. Ah, ich glaube, sie kriegt's raus, oder? Ja. Sie denkt sich gerade so, what? Ich mache Nastia mal zu einem Dino. So, jetzt ist sie ein fliegender Dino. Sie hat sich unter die Map geglitscht. Was ist da unten? Ist das Wasser? Ich habe keine Ahnung. Aber so sieht's unter der Map aus. Nastia, wenn du wieder über die Map willst, dann musst du einfach nur außen rum. Die denkt sich gerade aus so, was? Und hat das Spiel verlassen. Sirene geht's wieder ganz gut. Guck mal, hier haben zwei Leute ein Date. Ist das nicht schön? Was, Bruder? Ey, ich dachte, ihr habt ein Date. Warum geht ihr jetzt weg, oder? Ja? Ah, Margot, ich mach dich einfach fett. Sie bleibt stehen, guckt sich so an. Ob sie damit jetzt leben kann, dass sie so fett geworden ist? Keine Sorge. Ich schaffe Abhilfe. Wenn du fett bist, dann wird Poja zu einem...
Warum hat sie verlassen? Ich wollte sie gerade zu einem Zwerg machen. Ach, wirst du zu einem Zwerg? So alt bist du ein Zwerg. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, das Outfit. Das kann man rocken. Das ist eigentlich so shibby. Großer Kopf, kleiner Körper. Ach, da hinten ist es. Oh ja? Nee, das ist jemand anderes. Aber alle, wirklich jeder, der hier drin ist, ist einfach so ein Noob, der noch nie seinen Charakter angepasst hat. Hier, nächste Person. Meinetwegen, die hat schon einmal sich ein kostenloses Outfit angezogen. Nächste Person sieht so aus. Nächste Person sieht so aus. Nächste Person, die sieht wahrscheinlich... Komm, wir gucken nach, Margo ist ein Teenager hier. Ja, siehst du? Sie hat sich das Outfit hier nur mit dem Avatar-Editor angepasst. Das sind alles Noobs. Noob, Noob, Noob. Ah, Miss Liv. Gucken wir mal nach. Die sieht tatsächlich so aus. Die hat tatsächlich schon mal sich ein schönes Outfit angezogen. Dann mach ich ein bisschen größer, dann passt du nicht mehr ins Haus rein. Oh Gott, sie passt nirgendwo mehr rein, sie stirbt. Ja, dann stirb alleine, tschüss. Oh, hier sogar ein männlicher Noob. Ja, ich würde sagen, wenn man so klein ist, funktionieren diese ganzen Commands nicht richtig, aber... Tschüss. Er ist weg. Guck mal die nächste Person an. Hamu. Hamu ist auf dem Spielplatz. Und oh, ich habe dich eingefroren. Das tut mir leid. Ja, wir sehen uns später wieder, Hamu. Viola, 2013. Was macht eigentlich dieser Command? Ich habe keine Ahnung. Ah, dann setze ich sie einfach in Brand. Hot bist du, Lady. Hot. Christinka. Aber ich finde, wir können dich auch ein bisschen hübscher machen, ne? Moth. Christinka. Donald Trump. So. Jetzt siehst du wirklich gut aus. Oh, meine Kamera kann dir nicht mehr folgen. Jetzt aber. Christinka weiß nicht weiter, sie steht einfach nur da. Ah, so genießt man's Leben. Hat dazu aber auch nichts zu sagen. Ja, dann viel Spaß mit deinem neuen Outfit. Ich glaube, Nice fühlt sich wohl in ihrem Outfit. Da werden wir jetzt nichts ändern. Oh, Roblox Conny. Warum schreibt er einfach nur Ah? Ich habe mit ihm gar nichts gemacht. Okay, vielleicht habe ich vorhin was mit ihm gemacht. Das kann sein. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Doch, ich glaube, irgendwas... Wisst ihr noch, was ich mit ihm gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Na, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir kriegen jetzt einfach mal ein bisschen Spin. Wir machen ihn zu einem Beyblade. Spin 40. Viel Spaß. Eigentlich brauchen wir noch einen zweiten Beyblade. Ah, Viola brennt immer noch. Die hat noch nichts dagegen gemacht. Die läuft hier über die Map, brennt einfach. Okay, weiter. Nice. Wie gesagt, Nice werde ich niemals etwas antun. Aber wer ist das denn? Mohelman Cindy. Der ist ein richtiger Boss. Schaut euch den mal an. Wo kriegt man solche Haare her? Er ist halt wirklich ein Stecher. Und daneben, das ist wahrscheinlich sein Freund. In Mohammed. Dir geben wir mal 30 Spin. Was verlässt er das Spiel? Ich wollte gerade ihn und seinem Freund zu einem Beyblade machen. Oh, ich würde mal aufhören, diese ganzen Leute zu spectaten. Misch mich jetzt selbst ein. Ich kann nämlich selber auch fliegen. Jetzt haben wir hier einen... Ich würde sagen, wir fliegen erstmal alle. Da fliegen sie durch die Luft. Oh, einer ist da oben gelandet. Und aus der Map rausgefallen. Schade. Das wäre ja mal ein Erlebnis gewesen. Man kann ja übrigens auch so Häuser kaufen und so. Aber keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was die Leute in dem Spiel machen. Die sitzt hier jetzt einfach nur. Weißt du was? Nee, mir reicht's mit dir. Weg. Ich werde jetzt aufräumen. Wer will kämpfen, hä? Wer will sich mit mir anlegen von euch? Alle ignorieren mich. Dann bist du wohl dran, weil du bist die Einzige, die nicht weggelaufen ist. Craft hat mir mal gesagt, dass dieses Schwert hier richtig mies ist. Ich weiß nicht wirklich, was es macht. Aber eine Person wird jetzt davon erwischt. Ah, stimmt. Die Person ist dann richtig betäubt oder so. Es sieht eigentlich cool aus, dieser Effekt. Wollen Sie hier Lose kaufen? Control random. So, ich kontrolliere jetzt. Tumki, du bist jetzt mein Charakter. Das Schönste an dem Kontrollen ist halt, die wissen überhaupt nicht, was abgeht. Auf einmal können sie ihren eigenen Charakter nicht mehr kontrollieren und denken sich so, was ist los? Was ist los? Jetzt bist du selbst dafür verantwortlich. Nee, nein, jetzt kann ich das nicht antun, dass Erik rausfliegt aus dem Spiel. Na, Erik, willst du dich mit mir anlegen? Komm, ich nehme dich mit, Erik. Wir gehen jetzt zusammen einkaufen. Erik weiß nicht, wie man rausspringt. Der muss nur springen drücken. Aber was ich blöd finde, ist, dass da jetzt wirklich mein Name über ihm drüber steht. Spiel, wieso machst du diese? Ich kontrolliere doch den Charakter von dem anderen. So, du arbeitest jetzt hier. Erik weiß wirklich nicht, wie man springt. Erik, du musst nur springen drücken. Okay. Ah, sehr gut. Ich wollte schon sagen, ich wollte dich gerade von deinem Leid erlösen. Bisschen Apfel. Ich mach dich einfach erstmal fett. Guck mal, hier steht einfach meine leere Hülle. Mein Roblox-Condi-Charakter ohne Leben. Was ist eigentlich, wenn ich mich selbst damit jetzt treffe? Immun. Oh, ich bin selbst immun. Oh, das ist interessant, dass es funktioniert. Stell dir vor, ich wäre nicht immun dagegen, dann hätte ich mich jetzt selbst gekickt. Das wäre eigentlich richtig funny gewesen. Aber apropos selbst kicken, ich würde jetzt erstmal sagen, kick all your band from Roblox. So, alle Leute werden jetzt aus dem Spiel gekickt. Oh, ich selbst aber nicht. Ich bin scheinbar immun. Ich dachte, ich würde mich jetzt selber auch kicken. Das ist auch interessant, das wusste ich gar nicht, dass man mit kick all sich selbst nicht kickt. Aber der Server ist jetzt leer. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!